So, wir gucken mal. A of Kill Rock. Gibt's das im Moment? Ich weiß es gar nicht. Ich finde das mega cool. Kennt man? Ja, natürlich kennt man. Das ist jetzt nichts Neues, aber gibt's im Moment. Okay. Dann Corruption, Greater Hellstone, so, Curse of Doom, Curse of Recklessness. Curse of Tongues, Curse of Weakness. Es gibt kein Curse of the Elements. Sehe ich das richtig, Chat? Oder kann das nur der Affliction? Corruption sind neu für den Destro, ja. Soul Shards sind Soul Shards sind doch bisher auch, ne? Soul Shards, echt geil, du Troll, du. Genau, Curse of Doom. Also gibt auf jeden Fall die Curses wieder. So, Destruction, okay. Das ist jetzt nicht so viel beim Destruction. Okay, ist nicht ganz so viel. Ja gut, Havoc. Ja, Waller kriegt wieder seine Flüche wieder. Curse of Recklessness, Curse of Tongues, Curse of Weakness. So, dann schauen wir uns jetzt die Talente an beim Warlock. Da müsst ihr mir auch wieder helfen, Chat. Ich bin kein Warlock-Spieler. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Ultra-Plan von. Da müsst ihr mir ein bisschen helfen. Und wir kommen auch gleich zum Affliction. Keine Sorge, Chat. Wir gehen jede Klasse durch, okay? Jede. Und dazu gehört auch der Affliction-Warlock. So. Gucken wir mal. Flashover, Eradication, Soulfire, Shadowburn, Internal Combustion Reserve, Demon Skin, Barrage Dark Pack, Cataclysm, Fire of Brims, Fire and Brimstone, Inferno, Dark Fury, Metal Combat, Tongue Tide. Okay, Demonic Circle ist raus. Das haben jetzt deren Baseline. Oh, das haben sie rausgenommen, Chat. Es gibt kein Single-Portal mehr vom Warlock. Es gibt generell keine Portale mehr. Hä? Das ist komplett raus, oder bin ich blöd? Nee, es gibt gar keine Warlock-Portale mehr. Also, ich finde zumindest keine mehr im Buch. Doch, gibt es. Klar, Gateway war doch da. Wo habe ich es denn übersehen? Ja, aber das Single-Ding meine ich. Diesen Single-Portal. Oh, okay. Nicht so frech, Creedem. Ich rede von dem Single-Portal. Was da hat das Ding. Demonic Circle wird aber auch kommen, ist bestimmt noch gar nicht besser reingepackt. Okay, ja, dann lasse ich mich überraschen, wenn ihr das sagt. Swirsinger, ich danke dir für 2 Monate. Vielen Dank für den Support. Ja, gut. Ansonsten ändert sich aber im Moment nicht so viel, ne? Spellcast afflicted by Curse of Tongues, negate healing on the cast, absorbing the next, null healing. Was ist GEHT? Moment, ja. Spellcast afflicted by Curse of Tongues, negate healing on the cast. Okay, also das ist quasi ähnlich wie bei dem DK, dieses Plague-Ding, was der Unholy machen konnte, wo Heal-Absorb ist, ne? Verstehe ich richtig?
Vielen Dank, Stormax, für deinen Sub. Willkommen bei mir in der Community. Vielen Dank, Kuss an dich. Dankeschön für den Support. Ja, I don't know. Aber wirst du trotzdem wahrscheinlich mit Dark Fury spielen oder mit Mortal Coil. Guten Morgen, Dudeman. Okay, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, gehen wir mal weiter zum Affliction Warlock. Oh, Nase juckt. Und schau mal, was es da alles so gibt. Okay, Leiste erstmal wieder leer. Okay, ist jetzt auch nicht so viel. Warum machen sie Curse of the Element nicht rein, Chat? Warum machen sie alle Curses wieder? Weakness, Doom, Tang, Recklessness, aber kein Elements. Ja, ansonsten... Corruption is now instant. Weil der DH das macht. Ja, ja, natürlich, aber dann könnte man ja... Ja, damit es der DH only hat. Richtig, aber das ist ja nicht so geil. Blatt, das hat ja auch der Schamane nicht mehr only. Wäre halt cool, wenn sie das dem Warlock geben könnten, dann wärst du nicht mehr, sag ich mal, auf den DH angewiesen, ne? Versteht ihr, was ich meine, Chat? Nein, nein, zusätzlich Amda, nicht only Warlock. Ja, mir geht's gut, Juden, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Gib doch gleich jeder Klasse alle Fähigkeiten. Ach, Hova, Bruder, jetzt. Aber keine Scheiße, du Eierkopf, ey. Ich rede davon, dass einmal einer anderen Klasse auch noch den Spell gibt. Aber nun gut. Lassen wir so stehen. So. Und wo sind die Sachen, wo ihr gerade meintet, dass sich so super viel ändert beim Affliction? Erzählt's mir, Chat. Nightfall, Drainsaw, Deathbolt, Siphon Life, Absolute Corruption, Wrath and Agony, Demon Skin, Burning Rush, Dark Pact, Alter Phantom, Assassin, Sapphire, Cold. Ja gut, das haben wir schon. Okay, Saat, aber ich hab doch davon geredet. Ihr habt gesagt, da ändert sich super viel beim Warlock. Ihr Eierköppe. Alter, ihr habt mich ja voll verarscht. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie eine komplette Talentbombe neu oder so. Unstable Affliction verbraucht keine Splitter mehr, sagst du? Stimmt. Kannst du bei Affli das Maledrict Rupture mal vorlesen? Klar kann ich dir das vorlesen, wenn ich es finde. Seed. Hier. Your damage per effect erupt causing 28 per effect. Das ist so, du castest das so ein bisschen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist das halt so ein, das entziehst du dem Mob dann so ein bisschen. Warte mal, ich try mal, wenn ich mal irgendwo einen Mob finden würde. Wo sind die ganzen scheiß Mobs hin? Da ziehst du, glaube ich, so einen Strahl runter von dem Ding. Ja gut, ich müsste... Nee. Ach so, das ist einfach nur so, du machst dann halt Damage da drauf. Oh, und das kostet einen Soul Shard. Okay. I get it. Bitteschön. So, Freunde. Giveaway Time. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht. Der Gewinner hat eine Minute Zeit, was in den Chat zu schreiben, sonst lose ich neu aus. Let's go. Gewonnen hat Hautua mit 13.000 Tickets und einer 0,4% Chance. Digga, Glückwunsch. Hautua, bitte irgendwas in den Chat reinschreiben, sonst muss ich nach einer Minute neu verlosen. Hautua hat gewonnen. Yay. Wunderbar. Komm bitte in meinen Discord, schreib mich dort an. Und dann kriegst du den Key direkt zugeschickt und kannst ihn direkt sofort einlösen. Alles klar? Ausrufezeichen Discord, reinkommen, mich anschreiben dort bitte. So.
Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir dann weiter zum Dämonologie-Warlock. Wie gesagt, es gibt jetzt jeden Tag bei mir im Stream, solange ich Shadowlands Alpha spiele, was zu gewinnen von Blizzard. Ja, ich habe noch Pets und Mounts und Game Time und so weiter und so fort, ja. Dass ihr da Bescheid wisst. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Dämonologie-Warlock an. Da wird aber sich wahrscheinlich auch nicht so viel ändern, right? Sekunde, ich will dem Jungen kurz kurz den Code geben. Ander, bedrohst du mich gerade? Bedrohst du mich? Hallo, Ander? So, Hautua, dann viel Spaß mit der Shadowlands Heroic Edition. So. Gut, ja. Okay, was ist das denn hier? Demon Bolt. Ja, Shad, jetzt beim Dämonen-Log müsst ihr mir noch mehr erzählen. Gibt's da irgendwas Geiles? Ihr hattet schon gesagt, da wird nicht so viel geändert worden sein. Motrax, Henno, Ander, das ist keine Drohung, aber ich kann, finde ich es ganz okay. Hautua, bitteschön. So, also gibt's da irgendwas Spannendes, Chat? Ich kenne Demo Warlock, ist gar nicht meins. Keiner sagt was im Chat. Gut, gucken wir uns einmal die Talente an, ob da irgendwie sich krass was geändert hat. Dreadlash, Improved Curse of Doom. Ist ungefähr dasselbe. Ne, nichts Neues wie eine OP. Monocall. Ja, gut, halt dieses Tank-Tide, klar. Ne, gibt's nichts Neues. Gut, dann gehen wir weiter. Moment.